Ja, wir haben ja hier eine Tagung des Religion and Science Networks Germany. Das heißt, es sind auch weitere Themen in diesem Themenkreis erlaubt. Und ich wollte das nutzen, ein neues Buch vorzustellen, das Ende letzten Jahres gerade ganz am Ende erschienen ist. Und nicht nur das, ich will auch ein paar weitere Hinweise zum Themenbereich Theologie und Naturwissenschaften geben. In einem längeren Abspann, dafür ist die Buchvorstellung dann entsprechend kurz. Das Buch heißt Our Common Cosmos, Exploring the Future of Theology, Human Culture and Space Sciences. Die Slides sind jetzt alle auf Englisch, aber ich werde sie einfach auf Deutsch vortragen. So haben Sie dann beides, was Sie gerne bevorzugen. Also unser gemeinsamer Kosmos. Wir forschen die Zukunft der Theologie, der menschlichen Kultur und der Weltraumwissenschaften. Wie ist das Buch entstanden? Das ist ja eigentlich immer das Interessanteste. Wie kommt man dazu, so ein Sammelband in diesem Fall zu veröffentlichen? Es gab erst ein Projekt bei den Astrophysikern an der Universität Bern, Life Beyond Our Planet. Da ging es um Leben jenseits unseres Planeten. Es gibt ja auch da Diskussionen, das wollte ich eben noch gesagt haben. Wenn es Leben jenseits unseres Planeten gäbe, könnte das ja auch postbiologisch sein. Und da kann man vielleicht schon einiges finden zu Ihrer Fragestellung. Dazu ist ein anderes Buch erschienen, was auch hinten liegt, What is Life? Und das war aber so ein bisschen der Vorläufer zu dieser Fragestellung. Dort habe ich mit einer Kollegin am Ende des Projektes zusammengearbeitet, der Zoe Lehmann-Imfeld. Und wir waren beide zusammen Fellows am Center of Theological Inquiry in Princeton in einem Jahr, wo es um diese astrobiologischen Themen ging. Anschließend hatte ich noch ein Projekt zur Ethik der planetaren Nachhaltigkeit, wobei planetar hier so ein bisschen darum geht, die Erde als Planet in ihrer Weltraumumgebung. Und daraus ist dann schließlich das Buch hervorgegangen, wobei natürlich so ein Buch auch immer ein, zwei Jahre braucht. Also die früheren Projekte haben einen stärkeren Einfluss als die späteren. Das sind die beiden Autoren, mich kennen Sie ja, und die Kollegin Zoe Lehmann-Imfeld, sie ist Theologin und Literaturwissenschaftlerin, Britin und Schweizerin, also auch das Copy-Editing ist sehr hervorragend in diesem Buch, sollte es zumindest sein. Ja, worum geht's? Wir haben ein Vorwort von Karl Pilcher, das war der Direktor des Astrobiologie-Instituts der NASA, der auch eine Beziehung hatte zu dieser Untersuchung an dem CTI in Princeton. Wir haben natürlich eine Einführung, dann gibt es zwei Hauptteile, vier Approaches haben wir es genannt, Zugänge zu dem Verhältnis Theologie, Naturwissenschaften und sechs Anwendungsbeispiele im Grunde und ein Nachwort bei Tom McLeish. Ja, das Vorwort habe ich schon gesagt, Karl Pilcher war der Direktor des Astrobiologie-Instituts und hat deswegen natürlich eine Nähe zu dem Thema, diesem Themenkreis Astrobiologie, also nicht nur Astrophysik, sondern auch Fragen, wie das Leben entstanden ist, wo im Universum, wo es herkommt, wie es auf der Erde entstanden ist, solchen Themenkreis. Und er hat eine gewisse Offenheit für den Dialog auch mit Philosophen und Theologen und ist das auch gewöhnt. Deswegen haben wir ihn um das Vorwort gebeten. Und erklären dann, wie wir zu dem Untertitel gekommen sind. Wir hatten erst überlegt, das Buch zu nennen Unser gemeinsames Universum, aber haben dann gedacht, es geht ja auch sehr stark um die Geisteswissenschaften, nicht nur um die Theologie, sondern auch um die Kultur. Und deswegen haben wir uns für unseren gemeinsamen Kosmos dann entschieden. Was sind die vier Autoren der Zugänge generell zur Frage, wie können sich Theologie und Naturwissenschaft in Beziehung setzen? Einmal ist es Markus Mühling mit Unterhaltung entlang des Weges, wie und warum Theologie und Naturwissenschaften interagieren müssen. Ein starkes Plädoyer für einen Muss. Markus Mühling ist jetzt ja in Wuppertal, an der Kirchlichen Hochschule inzwischen. Und ein etwas zurückhaltenderes Statement von Dirk Evers, der ist in Halle, Präsident von ESSAT, the European Society for the Study of Science and Theology. Und er sagt, argumentiert, dass man doch vielleicht die Grenzen, die Zäune, die gute Nachbarn hervorbringen, wenn sie gut sind, beachten sollte. Ich habe ein bisschen was generell zum, wie man die beiden in eine Beziehung setzen kann, die beiden Disziplinen dargestellt. Das ist sehr stark im Anschluss an Robert John Russell, der ist in Berkeley tätig, und Ian Barbers, bekannte Position. Und Connor Cunningham hat sich mit dem Reduktionismus auseinandergesetzt. Das ist ein sehr origineller Beitrag, den ich auch sehr empfehlen kann. Ja, der zweite Teil
die Interactions, die Anwendungsbeispiele beziehen sich auf verschiedene Disziplinen, auf Nachhaltigkeit von Robert White, der ist der Präsident oder Direktor des Faraday Institutes in Cambridge. Fabien Revol, der ist in Lyon Professor und hat sich mit der Biodiversität und Ökologie befasst. Knut Willi Säter, Professor in Norwegen, über die ästhetische Dimension des Verhältnisses von Wissenschaft und Religion. Zoe dann halt natürlich zu literaturwissenschaftlichen Perspektive auf die Vorstellung der schöpferischen Mitschöpfung, Co-Creation, die natürlich stark eine Rolle spielt, auch bei Science-Fiction-Romanen oder für Science-Fiction-Erzählungen, die sie dann analysiert. Eric Pearson, das ein Philosoph aus Lund, über die möglichen Konflikte zwischen Planetary Protection, das ist die Idee, dass man nicht andere Planeten kontaminieren sollte mit Mikroben von der Erde, wenn man da Sonden hinschickt oder so, der Astrobiologie und dem beginnenden kommerziellen Nutzung des Weltraums. Und schließlich Howard Smith, der ist in Harvard, über das Ende der kopernikanischen Mittelmäßigkeit, wie moderne Astrophysik die spirituelle Dimension wiederbelebt hat. Er ist selber von jüdischer Glaubensperspektive und das ist deswegen auch nochmal ein interessantes anderer Zugang und er vertritt das misanthropische Prinzip, nicht nur das anthropische, sondern das misanthropische. Wenn Sie das interessiert, schauen Sie rein. Das Nachwort ist halt von Tom McLeish, der ist ja jetzt in York, war vorher in Durham und ihm geht es darum, am Beispiel des Buches Hiob, das Fragen wieder zu lernen und er geht natürlich alle Kapitel kurz durch in seinem Nachwort. Wenn Sie also eine kurze Zusammenfassung wollen, können Sie auch gut das Nachwort lesen. Ja, so viel zu dem Buch. Sie können ja noch Rückfragen stellen. Ich habe auch nur weniger Zeit als die anderen, deswegen halte ich mich sehr kurz. Ich wollte noch erwähnen, es gab eine Tagung an der Universität Zürich, wo auch einige der Autoren unter dem Titel Our Common Cosmos vorgetragen haben. Das war Ende letzten Jahres. Das ist deswegen relevant, weil das so ein Auftakt war zu einem Studienprogramm, was es dort jetzt gibt. Es gibt ein Masterstudienprogramm Religionsphilosophie and Religion and Science an der Universität Zürich. Matthias Wütrich ist der Organisator und wenn Sie dazu Fragen haben oder Studierende haben, die das vielleicht interessieren könnte, dann kontaktieren Sie ihn sehr gerne oder fragen Sie mich nochmal, dann kann ich Ihnen die Kontaktdaten weitergeben. Das ist das erste deutschsprachige Programm in dieser Richtung. Es gibt in Edinburgh ein sehr renommiertes für den englischsprachigen Bereich, aber für den deutschsprachigen Bereich gab es das noch nicht, deswegen ist das von meiner Perspektive aus sehr zu empfehlen. Ja, dann, wir sind schon im Abspann, möchte ich auf den Relaunch unserer Webseite theologie-naturwissenschaften.de hinweisen, das ist sozusagen das evangelische Pendant zu Forum Grenzfragen, das Sie bestimmt alle kennen. Es gibt zahlreiche über 40 Leitartikel renommierter Autoren zu verschiedensten Themen. Und wenn Sie ein bisschen schauen wollen, was da drin ist, schauen Sie einfach auf die Webseite, die ist ja kostenlos. Oder wir haben auch zwei Bücher dazu veröffentlicht mit ausgewählten Leitartikeln, die reich bebildert sind, die liegen hinten. Ebenso wie natürlich auch das hauptsächlich vorgestellte Buch Our Common Cosmos. Und kurz zu Schluss noch ein Hinweis auf Essert hatte ich ja schon gegeben, was das ist. Das ist sozusagen die europäische Vereinigung für sowas wie Religion and Science, nicht nur in Germany, sondern auch in ganz Europa. Die nächste Tagung ist im Frühjahr nächsten Jahres in Madrid zum Thema Creative Pluralism, Images and Models in Science and Religion. Der Call for Papers ist Ende diesen Monats und es gibt zwei Preise, die immer ausgelobt werden. Auch Ende diesen Monats ist die Anmelde-Deadline für den Research Prize, der ist 2.500 € und wird gesponsert vom CTI mit Unterstützung der Templeton Foundation. Auch Ende des Monats, das ist für Doktorarbeiten oder Ähnliches. Und bis Ende Januar, glaube ich, oder Anfang nächsten Jahres kann man sich für den Student Prize noch bewerben. Der ist so für Essays ausgeschrieben und beträgt 1.500 €. Ja, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Das sind meine Koordinaten. Wenn Sie das Buch, das ich jetzt hauptsächlich vorgestellt habe, interessiert, es liegt hinten zur Ansicht.
Oder auf Academia gibt es auch ein Rabattformular. Wer geschickt ist, nutzt das. Und ich will enden mit einem Review, beim ersten Review, der jetzt erschienen ist, von Ted Peters in Theology. Theologen wie Wissenschaftler sollten Zoe Lehmann-Imfeld und mir für diese wunderbare Kollektion danken. Jeder Beitrag kultiviert das Gefühl der Erforschung und folgt einem Weg, der zu einem vertieften Verständnis und erweiterten Horizonten führt. Das ist das Fazit dieser Rezension, über die wir uns natürlich gefreut haben. Ja, und wenn Sie das interessiert, wie gesagt, hinten liegt alles, oder sprechen Sie mich an oder stellen Sie jetzt noch eine Frage. Vielen Dank.